Rot-Weiß Erfurt durchs Tränental an die Tabellenspitze. Vergessen all die Oberliga-Tristesse. Wenn RWE heute punktet, sind sie zumindest vorläufig neuer Regionalliga-Spitzenreiter. Rund 4000 Fans, Euphorie in Erfurt. Und die wollte das Team sofort weiter anheizen. Starzew auf Manu, 5. Minute, Alu-Glück für Babelsberg. Innenverteidiger Manu mit dem fast perfekten Kopfball. Dann ist es Moritz, der den Nachschuss verpasst, weil Ibrahimo schnell reagiert. Es war eine umkämpfte Anfangsphase. Rot-Weiß mit mehr Torgefahr. 15. Minute. Arthur Mergel probiert einfach mal. Gar nicht mal so ungefährlich. Der beste Scorer bei Rot-Weiß an 11 Toren schon beteiligt und RWE blieb am Drücker. 28. Minute, Mergel mit etwas Glück, da ist Tavares und Klatte hält die Null. Tavares, einer von drei Neuen in der Erfurter Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen Halberstadt, bleibt zu weit außen, deshalb wird der Winkel so spitz. Der SV Babelsberg ebenfalls ganz vorne mit dabei. Das beste Auswärtsteam der Liga, für Erfurt eine echte Standortbestimmung. Aber die Gastgeber blieben weiter überlegen mit Moritz. Und der findet Kai Seidemann, der hat so viel Platz. Und einer wie er sagt da nur noch Danke. 33. Minute, Jubel bei Fabian Gerber. 1:0 für Erfurt. Kai Seidemann exzellent bedient mit seinem 7. Saisontor. Keiner hat mehr in der Regionalliga Nordost. RWE in diesem Moment mit 2 Punkten Vorsprung vor dem BRK. Aber dann zum ersten Mal Babelsberg durch Nattermann. Die Gäste nach wie vor ohne den verletzten Kapitän Daniel Frahn. Ansonsten offensiv von den Gästen nichts zu sehen, stattdessen noch mal Erfurt kurz vor der Pause. Romario Hairola, der war angeschlagen, der war fraglich, konnte aber spielen und spielt solche Bälle. Seidemann in der 45. Minute mit dem 2:0. 8. Saisontor, er damit alleiniger Top-Torjäger, herausragend bedient von Hairola. Ibrahimo grätscht vergeblich und Seidemann bleibt cool. Verdiente 2:0-Führung zur Pause. Alle Rot-Weißen mussten so viel Leid ertragen in den letzten Jahren. Und jetzt macht ihr Club so viel Spaß. Und sie machten genau da weiter. 47. Minute, Mergel vergibt den Hochkaräter. Immer wieder starke Ballgewinne. In dem Fall durch Starzew gegen Çakmak, Tavares auf Mergel. RWE auf dem Weg zum 4. Heimsieg in Folge. 51. Minute, da ist wieder Mergel. Da ist wieder Mergel und diesmal macht das. Traumtor Mergel, 3:0, Erfurt. Jubel bei den Spielern, Jubel bei Fabian Gerber, Jubel auf den Rängen. Mergel lässt den ersten stehen, lässt den zweiten nicht rankommen und dann urgewaltig, zentimetergenau, besser geht's nicht. In 7 Auswärtsspielen hat Babelsberg bisher 3 Gegentore kassiert. In 51 Minuten in Erfurt gab's wieder 3. Aber Babelsberg meldete sich zurück. 59. Minute, plötzlich nur noch 3:1. Der Ex-Leipziger Steinborn eingewechselt, trifft für den SVB. Auch Ndualu, der Vorbereiter, eingewechselt. Die beiden brachten Schwung. RWE keineswegs geschockt, nur 3 Minuten später wieder die Gastgeber. Bruder Power im Mittelfeld. Enrico Starzew mit dem Ballgewinn und Andrej Starzew leitet den Gegenangriff ein. Tavares auf Mergel, der stellt den alten Abstand wieder her. 4:1. König Arthur trifft schon wieder, der doppelte Doppelpack. Erst Seidemann, dann Mergel und die Steigerwaldkurve einfach nur beseelt. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Aber Babelsberg, Hut ab, weiterhin mutig. Nattermann, flückiger und dann das 4:2. Schmidt trifft 30 Sekunden
nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt. RWE kann den Kopfball von Sitan nicht verteidigen, ebenso den Abschluss von Natterman. Flückiger zunächst noch dran, dann chancenlos gegen Schmidt. Sitan kurz darauf, schlimmer Fehler in der Vorwärtsbewegung. Tavares auf den eingewechselten Felsberg, 5:2. Für Erfurt. Felsberg, 19 Jahre jung, sein erstes Tor im Männerbereich. 48 Sekunden war er erst auf dem Platz. RWE in diesem Moment mit 33 Toren die beste Offensive der Liga. Tavares sammelt den dritten Assist am heutigen Tage. Spektakel im Steigerwaldstadion und noch immer war nicht Schluss. Die 84. Minute, da ist nochmal Mergel, 6:2 für Rot-Weiß Erfurt. RWE thront über der Liga in der Tabelle und in der Torschützenliste. Seidemann und Mergel vor allen anderen. Markus Tschiesche, armer Trainerstuhl. Rot-Weiß Erfurt deklassiert den Mitkonkurrenten an der Tabellenspitze, den SV Babelsberg. 6:2 der Endstand. Eine Machtdemonstration von RWE. Rot-Weiß darf vom Durchmarsch in die dritte Liga träumen. 3 Tore habe ich in der Regionalliga noch nie gemacht. Ich bin froh, dass ich einfach der Mannschaft helfen konnte. Wichtig ist, dass wir natürlich gewonnen haben heute, wieder ein Zeichen gesetzt haben. Wir sind aktuell gut drauf, wir zeigen der Liga, wer wir sind. Und es macht Spaß, Fußball zu spielen und oben zu stehen. Wir sind gerade so ein bisschen im Flow drin und das nehmen wir natürlich mit. Wir genießen den Augenblick, wir genießen diesen Moment und hoffen, dass er noch lange anhält. Aber wir werden jetzt definitiv nicht den Fehler machen und irgendwie durchdrehen oder abheben oder irgendeinen Höhenflug bekommen, sondern wir bleiben demütig, wir bleiben fleißig, wir arbeiten jeden Tag hart. Der gesamte Verein arbeitet extrem hart für diesen Erfolg. Der neue Tabellenführer der Regionalliga Nordost heißt Rot-Weiß Erfurt. Nächste Woche schon wieder Topspiel. Energie Cottbus muss sich warm anziehen.